Ich erkenne einen Katzen. Ich habe alles gefunden, wonach du verlangt hast. Wie schnell hast du dieses unzerreißbare Seil fertig? Sobald es fertiggestellt werden möchte. Diese Art von Magie darf man nicht drängen. Sie fließt in ihrem eigenen Tempo. Komm zu mir, wenn es bereit ist. Übrigens, nach unserem Gespräch über den Huger kam mein Vetter mit seiner eigenen Geistergeschichte. Ich glaube nicht an Zufälle. Dies ist also kostenlos. Was hat er gesagt? Borin, der Mann seiner Schwester, trank Met aus Jötunheim und sein Huger landete in einer Ziege. Der Geist eines Zwergs im Körper einer Ziege? Noch seltsamer war, dass seine Schwester nichts bemerkt hat. Javi! Zieh mich da nicht mit rein. Der Turm ist fast vollendet. Sei unbesorgt. Es bleiben nur wenige Stunden. Und doch zu viele. Ich fühle, wie sich die Falle um mich schließt. Die Falle zu erkennen, ist der erste Schritt, sie zu umgehen. Es kümmert dich nicht, wenn ich mit diesem Baumeister vermählt werde, oder? Du bist die Königin Asgards, die Herrin Folkwangs, die Hirtin der Gefallenen. Natürlich kümmert es mich. Und doch handelst du mit mir, als wäre ich irgendein Kleinod. Es war falsch von mir, dich so zu benutzen. Ich werde den Baumeister stellen und die Wahrheit aus ihm herauspressen. Eine schwache Entschuldigung, aber fürs Erste soll sie mir reichen. Wenn du mit dem Baumeister fertig bist, solltest du dich um Loki kümmern. Er hat jede Gelegenheit genutzt, uns tiefer hineinzureiten. Wenn Loki Ränke schmiedet, sorge ich dafür, dass er bestraft wird. Blutschwur hin oder her.
Gefällt dir, was du siehst? Ein guter Turm, oder? Nicht mein bestes Werk, aber ihm wohnt ein gewisser Glanz inne. Nun denn, wo ist meine Königin? Du bist fertig? Der Turm ist einsatzbereit? Eine Rune fehlt. Ich füge sie hinzu, sobald ich vermählt bin. Wer hat dir geholfen, die Arbeit abzuschließen? Allein hättest du es so schnell nicht schaffen können. Unsere Übereinkunft hat mir Hilfe von außen nicht verboten. Nun, wo ist Freya? Das Warten ermüdet mich. Hilfe von außen? Interessante Wortwahl. Sei gegrüßt, Havi. Sei gegrüßt, Baumeister. Wir bringen dir deine Braut. Freya, meine Angebetete. Warum grinst sie so schelmenhaft? Sie hungert, Baumeister, nach dir. Ihr verlangt es danach, dich wie einen saftigen Leckerbissen zu verschlingen. Fabelhaft. Es wird sie freuen zu hören, dass ich denselben Hunger verspüre. Unsere Vereinigung wird ein Fest der Sinne werden. Genug geredet. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Wirst du deine Arbeit beenden? Verzeiht, doch warum hat sie solch wilde Augen? Sie hat etwas von einem Tier. Ob schlafend oder wach, ihre Augen sehen nur dein Bild. Allem anderen gegenüber ist sie blind. Geblendet von Liebe oder Ekel? Ich verstehe nicht, was du meinst. Schinde keine Zeit und küss sie endlich. Besiegle deine Verlobung. Ja, ein Kuss. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Festmahl. Herrlich. Deine Lippen sind zwei Kissen auf einem Bett aus Rosenblüten. Und deine so kalt und rau wie ungeschliffener Stein. Was ist das für ein Trick? Stimmt etwas nicht? Ihre Stimme, sie ist garstig. Mir wurde gesagt, sie wäre verführerisch. Von einem Wolf. Betrug! Bringt mir die echte Freya oder ich ziehe mein Angebot zurück. Ich bringe mich selbst, wenn es dir recht ist. Freya, du musst ihr doch nicht... Ihr habt kaum etwas, Aesir. Nur dieses nutzlose Denkmal eurer Unfähigkeit. Du warst ein guter Junge, Thor. Verspiel das jetzt nicht. Und du, Havi. Du hast angedeutet, du hättest einen Plan. Ich hoffe von ganzem Herzen, es war nicht dieser. Noch bist du niemandes Preis. Wenn dieser Plan misslingt, kämpfe ich für dich, bis meine Sehnen reißen und meine Knochen brechen. Habt ihr dieses traurige Schauspiel nur für mich ausgeheckt? Da spielen sich ja auf dem modernden Kadaver eines Schweins bessere Dramen ab. Beende deine Arbeit oder leide. Keine Freya, kein Schild. Nach Hilhelm mit ihm, Harvey. Ich weiß, wo er seine Zauberfarbe aufbewahrt. Zeig es mir. Tor, Tür. Behaltet unseren Gast im Auge. Freya? Ich hoffe, wir beide können uns nachher unterhalten. Warum trägst du noch immer Freyas Gestalt? Zur Erinnerung, um wen es geht. Verwandle dich zurück. Es ist verstörend. Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht pausenlos beobachtet. Also du weißt nicht, wo seine Vorräte sind? Ganz sicher in der Nähe. Er hat dieses Gebiet nie verlassen. So gut wie nie.
Dieser Ort wird gut bewacht. Wir haben das Nest des Wurms gefunden. Noch eine Täuschung. Der Baumeister wüsste. Warte, Loki. Lass uns reden. Was sorgt dich, Harvey? Loki, kanntest du diesen Baumeister, bevor wir ihn bei Heimdalls Turm trafen? Ob ich ihn kannte? Als Freund? Oder seinen Namen? Hast du ihn eingeladen? Ich... das hab ich. Ja, er rettete meinen Sohn aus Jötunheim, also brachte ich ihn her und half ihm Arbeit zu finden. Das ist alles. Bring das in Ordnung, Loki. Oder der Blutschwur, der mich bindet, ist verwirkt. Für dich und deinen Sohn. Ist das klar? Wie der wolkenlose Himmel, Harvey. Mehr Wild. Geh weiter. Ich halte dir den Rücken frei. Sehr beruhigend. Ich gehe am besten leise vorbei. Bei Ymirs Blut. Nein, du bist tot! Tot! Das geht ganz schnell. Aber die Farbe. Waren das endlich alle? Das hoffe ich. Holen wir die Farbe und verschwinden. Anscheinend haben wir seine Fähigkeiten unterschätzt. Auf deinen Rat hin. Finde einen Weg, seine Arbeit zu behindern. Sonst biete ich ihm dich als Lohn. Stets zu Dienst, Rabengott.
zurück. Keine Bewegung, Baumeister. Wir sind noch nicht fertig mit dir. Ihr habt meine Falle überlebt. Wie enttäuschend. Eindringlinge aus Jotunheim. Wir haben sie erledigt. Bei Buris Hodensack kann ich ihn jetzt töten? Wir brauchen diesen Blender nicht. Wir stellen den Turm einfach selbst fertig. Er braucht meinen Huger. Ich bin durch die Magie eures Reiches an ihn gebunden. Du hast unser heiliges Wasser entweiht. Wir haben jeden Grund, dich zu töten. Sehr schlüssig. Man sollte dich den Gott des Rückblicks nennen. Allwissend im Nachhinein. Ich beende die Inschrift. Baumeister, du bleibst bei mir. Ihr anderen geht. Elhas, zum Schutz. Du feiger Wurm, Geißel meiner Sippe, du brachst Eide und Schädel. Ich habe diesen Turm nicht gebaut, um deine Feinde fernzuhalten. Ich baute ihn, um dich einzusperren. Du dachtest, du könntest ohne Strafe oder Preisschritt. Du und dein hohlköpfiger Sohn. Ihr Leben war der Preis für ihren Hochmut. Schaffen, doch du beherrschst sie nicht. Sie beherrschen? Ich wünsche nur, sie zu überleben. Deine Knochen werden die Grundsteine einer neuen Welt der Jötner sein. Eure Zeit ist vorbei. Niemand kehrt hier an. Untergehen, sorge ich dafür, dass wir euch mitnehmen. Ist der Jötun tot? Und seine Magie stirbt mit ihm. Beunruhigt dich das, Trickreiche? Was willst du andeuten? Steckst du dahinter, du ehrloser Verbieger der Wahrheit? Was weißt du schon von Ehre, Freya? Du hattest mehr Männer in deinem Bett als Midgards Hallen fassen. Ausgerechnet, du urteilst über fleischliche Gelüste? Du hast einen Wolfswelpen gezeugt. Ich werde mich doch nicht vom Herrn der Kleinlichkeiten maßregeln lassen, dessen Lanze sich regt, wenn er Gesetze zitiert. Und bevor du mit deinem Hammer drohst, Thor, denk daran. Ohne ihn wärst du nicht mehr als ein Troll, nur doppelt so dumm. Du eitriger Hodensack voll der faulesten Absonderung von Ymirs Leiche. Kein Schwur lässt mich so etwas erdulden. Und doch wirst du ihn nicht brechen, Harvey. Das kannst du nicht. All deine Mühen, dem Schicksal zu entrinnen, werden dich nur weiter auf seinem Pfad voranbringen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du womöglich zum Quell deiner eigenen Vernichtung. Lass ihn. Er wird kaum Schaden anrichten, solange sein Sohn in Gefangenschaft ist. Stopfen wir ihm das Maul mit Eisen, dann hört er auf zu plappern. Was nun, Weisester?
Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt. Ragnarök kommt und wir sind nicht sicherer als zuvor. Es gibt vielleicht eine Lösung in Jötunheim. Sie nennen es Huga-Magie. Ich werde dorthin reisen, um es selbst zu sehen. Bis ich die endgültige Fessel habe, darf Lokis Sohn diese Insel nicht verlassen. Bald wird sie als Zuflucht aller Wölfe dienen. Ich wache über ihn, als wäre er mein eigener Sohn. Dann überlasse ich das Reich deinen fähigen Händen, meine Königin. Sollte ich selbst mit leeren Händen zurückkehren, werde ich mich dem Schicksal fügen.
Willkommen zurück. Dein Gesicht strahlt und deine Augen scheinen klar. Sag mir, was du gesehen hast. Ich war in Asgard, dem Sitz der Götter. Ich besprach mich mit Loki, dem Trickreichen. Wir stritten oft wie Geschwister, doch unsere Kämpfe wurden ernster. Und als ich erfuhr, dass er ein Wolfskind gezeugt hatte, war mein Zorn grenzenlos. Weil er diese Wahrheit vor dir verborgen hatte? Ja, er wusste, dass Wölfe in Asgard nicht gestattet waren. Er widersetzte sich meinem Befehl. Vielleicht solltest du es deswegen sehen. Es sollte dir helfen, deine innere Angst zu überwinden und Vergebung zu finden. Mag sein. Aber bevor meine Vision endete, überkam mich eine Entschlossenheit. Ich erdachte einen Plan. Eine Reise nach Jötunheim. Und dann erwachte ich. Interessant. Gab es noch etwas? Ich sah durch Odins Augen, wie du gesagt hast. In jeder Vision nahm ich seine Gestalt an und lebte wie er einst. In seinem Körper war ich selbst. Doch ich wurde von seinen Launen getragen. Ich las seine Gedanken wie meine eigenen. Wir waren zwei, aber existierten als einer. Und was hast du erfahren? Mehr als alles andere habe ich gefühlt. Ich habe alles gefühlt. Seine Ängste, Zweifel, seine Liebe und Leidenschaften. Unglaublich. Was noch? Eine Prophezeiung. Sie warnte vor Ragnarök, der Zerstörung der Welt, dem Ende der Zeit. Und die Nornier, sie warnten mich vor dem Fenriswolf, weil er gierig nach meinem Blut dürstet. Doch da war noch etwas. Hoffnung. Ich schritt dem kommenden Ende unerschrocken entgegen. Vielleicht spricht dieser Teil deiner Vision von Mut. Du wurdest wirklich von den Göttern berührt. Was noch? Sonst war da nichts, das wichtig gewesen wäre. Der Traum ist verblasst. Eivor, deine Visionen sind anders als alle, die ich kenne. Geh jetzt. Ich muss über das, was du gesagt hast, nachdenken.